Hallo und herzlich willkommen zu Part 4 mittlerweile von Infamous Second Son. Wir sind in Seattle angekommen. Die sind allerdings nicht besonders. Moment, die Stoppuhr, wichtig. Scharf drauf, uns kennenzulernen. Denn wie bei einer Kontrolle bemerkt wurde, sind wir ein Konduit. Und da stehen die hier nicht drauf. Oh, ich brauche unbedingt Rauch, aber sowas von. Ich will ja un. Was hilfe jemand? Wo kann ich jemand helfen? Was will man essen? Was schreien sie denn? Mal hier hoch. Gucken jetzt erstmal ein bisschen Rauch. Und wenn wir Rauch haben. Oh, guck mal, kommen wir hier rein. Ging ja das nochmal mit diesen Rohren? Das wussten wir doch auch mal, oder? Hey. Das finde ich auch cool. So, auf. Mucho Macho. Sehr gut. Ja, auf zum Missionsziel, würde ich sagen. Kehren Sie sofort in Ihre Häuser zurück, oder wir eröffnen das Feuer. Sind die denn so unentspannt? Die gewaltsame Abwehr des Zivilistenangriffs ist autorisiert. Verdammt, Mann! Ihr seid dazu da, sie vor mir zu beschützen! Könnten wir vielleicht auf Meereshöhe bleiben? Mann, das fühlt sich gut an. So. Hochkommen irgendwie. Tada. Hier haben wir auch erledigt. Energie geht schon wieder in die Neige. Jackson, ich habe Zugriff auf die Polizeidatenbank von Seattle. Wie es aussieht, hat das DOP seine Augen und Ohren überall. Na, dann lass uns denen die Augen ausstechen und die Ohren abschneiden. Okay, ich sehe dich auf dem GPS. Du bist nicht weit von einer ihrer mobilen Kommandozentralen. Wenn du die lahmlegen kannst, können sie dich nicht mehr so gut verfolgen. Mobile Kommandozentrale, verstanden. Wie sieht so ein Ding denn ganz genau aus? Wie eine große, gepanzerte mobile Einheit mit seitlichen Anschlüssen und viel Funkausrüstung auf dem Dach. Okay. Nein, ich muss noch Rauch entziehen, Leute. Komm schon. Also da muss ich jetzt irgendwie hin, ja? Gefahr. Ich glaube, ich sehe ihn. Riesenwohnmobil mit Scheinwerfern und Metallzeug auf dem Dach. Okay, gut. Da sollten Lüftungspaneele an den Seiten da sein. Unten? Schalte genug von denen aus und der Kern wird überhitzen und freiliegen. Okay, Paneele wegpusten. Klar. Für Paneele. Okay, was sind denn diese Paneele, von denen wir sprechen? Das da? Nicht genau, was ich kaputt machen muss. Ist nicht gerafft gerade. Oh man. Auch ganz schön viel Rauch. Ist auch nicht richtig hier. Nein, ich springe immer. Ich bin so ein Horst, ehrlich. Ja, mitten rein. Stupido! Hier ist einer. Jetzt aber. Ich muss mich ja das Touchpad echt noch gewöhnen. So, ich gucke irgendwie immer, wenn ich was machen will, X automatisch. Schlimme Sache. Was sind diese bescheuerten Paneele, von denen er gesprochen hat? Ich kann doch unmöglich gegen alle hier kämpfen. Die machen mich ja sowas von kaputt. Da irgendwie näher ran, weil ich leider echt nicht weiß, was ich kaputt machen muss. Ich weiß jetzt, dass es sich um dieses Ding hier handelt. Allerdings weiß ich halt, wie gesagt, leider kurz nicht, und knapp, wie ich den zum Überhitzen bringe. Komm, mach das jetzt. Ich brauche Unterstützung. Okay, und ich brauche Rauch.
Man, ich brauch sowas von Rauch. Ich hab nichts mehr. Ist hier weg. Ist denn hier was, wo ich mich aufladen kann? Vielleicht hier oben. Ja, klar. Spring mal vors Dach. Komm schon, komm schon, komm schon. Delsin, du schaffst das. Ah, nein! Schweine! Lass mich! Lassen Sie mich! Die auch! Weg, weg, weg! Oh, nein! Oh, da hinten kann ich Dreieck drücken. Oh, ja, ist eine gute Idee. Oh, nein! Das hat mich das Leben gekostet. Das war aber auch bescheuert. Skrupellos die hier auf die Zivilisten ballern. Schweine. Delsin, ich habe Zugriff auf die Polizeidatenbank von Seattle. Wie es aussieht, hat das DOP seine Augen und Ohren überall. Na, dann lass uns denen die Augen ausstechen und die Ohren abschneiden. Okay, ich sehe dich auf dem GPS. Du bist nicht weit von einer ihrer mobilen Kommandozentralen. Wenn du die lahmlegen kannst, können sie dich nicht mehr so gut verfolgen. Mobile Kommandozentrale, verstanden. Wie sieht so ein Ding denn ganz genau aus? Wie eine große, gepanzerte mobile Einheit mit seitlichen Anschlüssen und viel Funkausrüstung auf dem Dach. Ja, ich glaube, ich sehe ihn. Riesenwohnmobil mit Scheinwerfern und Metallzeug auf dem Dach. Okay, gut. Da sollten Lüftungspaneele an den Seiten sein. Lüftungspaneele an den Seiten. Aus und der Kern wird überhitzen und freilegen. Okay, Kanäle. Klar, jetzt habe ich es kapiert. Nein. So. Gut, da müssen wir aber sicherlich ein bisschen näher dran, um diese Lüftungspaneele. Hört ihr mal auf damit? Das ist sehr unhöflich. Ja, die Steuerung ist auch super schnell, was eigentlich echt total cool ist, aber das macht es ein bisschen ungenau manchmal. Mit dem Ziel. So. Okay. Wow, geh runter, Junge. Nein, ist schon wieder drauf gegangen. Scheiße. Nicht leicht. Ich muss es auch leicht stellen. Delsin, ich habe Zugriff auf die Polizeidatenbank von Seattle. Wie es aussieht, hat das DOP seine Augen und Ohren überall. Na, dann lass uns denen die Augen ausstechen und die Ohren abschneiden. Okay, ich sehe dich auf dem GPS. Du bist nicht weit von einer ihrer mobilen Kommandozentralen. Wenn du die lahmlegen kannst, können sie dich nicht mehr so gut verfolgen. Mobile Kommandozentrale, verstanden. Wie sieht so ein Ding denn ganz genau aus? Wie eine große, gepanzerte mobile Einheit mit seitlichen Anschlüssen und viel Funkausrüstung auf dem Dach. Ja, ich glaube, ich sehe ihn. Riesenwohnmobil mit Scheinwerfern und Metallzeug auf dem Dach. Okay, gut. Da sollten Lüftungspaneele an den Seiten sein. Schalte genug von denen aus und der Kern wird überhitzen und freiliegen. Okay, Paneele wegboosten. Klar. Alles klar. Das ist ja wieder kämpfen auch Conduits für die, ne? Sehe ich gerade. Ganz, ganz miese Typen. Okay, ich habe keinen Rauch mehr. Kann man die Schornsteine immer nur einmal benutzen? Miese Scheiße. Aber egal. Es gibt ja noch andere Schornsteine. Oh, yeah! Wow. Nein, ey, nicht X. Oh, Mann, wie dämlich kann man denn sein? Ich muss auf das Touchpad drücken. Ei, ei, ei. So, jetzt aber. Supi. So hoch. Oh, hier ist auch direkt nochmal Rauch, wenn ich gleich wieder verletzt werde. Ich hab
So. Nein. So. Jetzt habe ich aber schon einige Paneelen hier weggeballert. Das hat aber nicht gereicht, oder was? Ich muss die andere Seite wahrscheinlich noch erledigen. Okay. Naja, es wird schwierig, aber da müssen wir jetzt irgendwie rüber. Komm schon. Nein, komm schon. Lass dich nicht abballern. Du schaffst das. Hoch jetzt. Hoch mit dir. Sehr gut. Und hier. Zack, Touchpad. Sehr gut. Und höher. Oh nein, fuck. Kann der auch hier hoch? Das ist der Arsch. Da ist der. Oh nein! So. Der ärgert uns schon mal nicht mehr. Paneele, da. Zack. Hat das jetzt gereicht? Ja, irgendwie tut sich hier gar nichts. Ne? Was soll denn das? Jetzt habe ich doch alle Paneele. Was muss ich denn hier noch schießen? Ha. Gucken wir mal. Wo steht denn hier, was ich tun muss? Das ist, was ich aufwerten kann. Aktuelles Ziel, vertreiben Sie die DUP-Truppen aus dem Gebiet. Aber der meinte ja, dafür soll ich diese Dinger da kaputt machen. Das habe ich doch gemacht. Oder nicht? Naja. Wir probieren es weiter und gehen hoffentlich nicht drauf. Aber ich muss ja die Gegner auch noch platt machen, ich weiß es nicht. Oder vielleicht muss ich auch zu dem Wagen hin und da irgendwas machen. Okay, ich brauche Rauch. Das sind so unglaublich viele, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass ich die alle platt machen soll, ehrlich gesagt. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wissen tue ich es nicht, ne? Ich habe ja nichts, worauf man da noch irgendwie schießen kann, glaube ich. Ziehen die denn nicht ab? Zieht ab! Okay, wie viele sind denn das noch? Da haben wir noch zwei. Da. Okay. Oben schießt noch einer.
Wo haben wir noch welche? Okay, sind die auch auf der Karte eigentlich? Da ist noch einer. Okay. Denn weniger, oder? Sollte aber allerdings auch mal gucken, wo es hier qualmt. So, befreien wir mal ein paar andere. Der Hauptenergiekern müsste oben drauf sein. Warte. So. Sehr gut. Verdächtiger entdeckt. Code 9. Aha. Okay. Jetzt habe ich es. Okay. Auf dem Touchpad halten und R2 mehrfach drücken. Kapiert. Okay, das ist jetzt kaputt. Jawohl. Du bist wohl die Verstärkung. Oh oh. Das sieht die kleineren Typen sind mir lieber. Die legen sich echt mächtig ins Zeug. Die kleineren sind mir definitiv lieber. Ja, mir auch. Sichtkontakt zu ziehen, verloren. Ja, das war auch mein Ziel, dass du den Sichtkontakt verlierst. Hat mich aber sehr schnell wieder gefunden, ne? Nein. Ich hatte gerade völlig die Orientierung verloren. Um mein Rumspringen hier zu erklären. Ja, ich brauche Rauch. Obwohl, nee, geht eigentlich nicht. So. Oh, scheiß Vorlöcher. Bisschen Höhe ist nie verkehrt. Und Rauch sowieso nicht. Nice. Okay. Und weg. Oh. So. Brauchen wir keine Pause. Kurz durchschnaufen. Okay. Und abhauen und abhauen und abhauen. Aber ich sehe gerade, ich kann ja eigentlich jetzt nicht aufhören, ne? Das ist ja schon assi jetzt mitten im Kampf. Mal gucken. Freut er sich denn so? So. Wo ist der Fettsack? Weißt du, bist da drin. Dreieck gedrückt. Was ist bescheuert? Was war das denn? Achso, schon wieder. Jetzt habe ich es. Ich musste halt mich vorne hinstellen. Cool.
Mit diesen Worten verabschiede ich mich für diesen Part und wir sehen uns im nächsten Teil von Infamous Second Son. Bis dahin. Ciao.